Sitzbank ist zwar eines der größten Teile an einer Vespa, dennoch zählt ihre Montage zu den eher einfachen Übungen. Um das zu machen, muss man sie erst einmal öffnen. Entweder mit dem dafür vorgesehenen Knopf bei den Bedienelementen am rechten Lenker oder direkt mit der Fernbedienung, die im Schlüssel integriert ist. Nach dem Öffnen hebt man das Helmfach heraus. Mit einer 10er Nuss lassen sich die zwei Schrauben, mit denen die Sitzbank mit der Karosserie verschraubt ist, schnell und einfach entfernen. Beim abschließenden Abheben darauf achten, dass man mit dem Scharnier nicht die Karosserie zerkratzt. Genau darauf sollte man auch beim Anpassen der neuen Sitzbank schauen. Die zwei Schrauben aber noch nicht ganz fest anziehen. Vorher noch einen Test, ob die Bank beim Zumachen ins Schloss fällt. Ist das der Fall, kann man die beiden Schrauben festziehen. Helmfach wieder einsetzen nicht vergessen und fertig ist der Tausch der Sitzbank.